Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Liebe Schalke, ich grüße euch zum heutigen Kia Auto Talk. Zum Spiel gegen Hannover 96, dem aktuellen Tabellenvierten. Abi, wie siehst du unsere Situation? Ja, also Peter, du weißt ja, die Situation ist nicht super. Wir haben in Karlsruhe wieder eine Landung gekriegt, aber eine richtige mit 3-0. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir mal wieder einen Sieg holen. Sonst wird es langsam eng hier für unser Verein. Aber du bist ja selber Fußballer, Peter. Ich möchte auch gerne mal deine Meinung hören. Was meinst du denn? Was müssen wir zurzeit machen? Was meinst du? Wir treffen natürlich auf eine Mannschaft, die nicht so gut in die zweite Liga in die Saison gestartet ist, sich jetzt aber in den letzten Spielen stabilisiert hat. Mit dem ehemaligen Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Red Bull Leipzig verstärkt. Mit einem starken Sturm Cedric Teuchert, den wir auch noch kennen. Und ja, der hat im letzten Jahr, glaube ich, sogar das Tor hier gegen uns gemacht. Also das ist ja ein Junge aus der Jugend bei uns. Ja. Du kannst mal sehen, wie viele Jugendspieler wir eigentlich verschleudert haben, die in den anderen Vereinen super spielen. Ne? Ja, und Hannover wird mit Sicherheit dominant auftreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eben halt abwarten und schauen wollen, was die Schalke machen. Schalke muss sich einfach stabilisieren, Schalke muss in der Abwehr stehen und auch mal versuchen, schnell ein Tor zu schießen, damit wir vielleicht auch mal Ruhe in die Mannschaft reinbekommen, damit wir vielleicht mal auch zu unserem Spiel kommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit der neue Trainer da großen Einfluss nehmen kann, weil ich bin... Ja, er muss ja großen Einfluss nehmen, Peter, wenn er jetzt hier keinen Einfluss hat. Ja, dann hätten wir auch Reis behalten können, ehrlich gesagt. Ja. Der muss jetzt hier so schon, der hat ja da in Karlsruhe schon ein Riesentheater gemacht, in der Halbzeit wohl, aber es hat in der Halbzeit auch, haben wir mal 10 Minuten gut gespielt, aber die 10 Minuten, das reicht in der Bundesliga nicht. Ja. Da müssen wir schon noch eine Schippe drauflegen. Ich hoffe, dass er diese Woche auch die richtigen Worte gefunden hat. Das ist das A und O. Und auch vor allen Dingen die gute und die richtige Mischung. Ja. Ob er jetzt eine Dreierkette spielt, Peter, oder eine Achterkette oder mit Viererkette spielt, ist mir eigentlich scheißegal. Das Spiel müssen wir hier gewinnen. Unbedingt. Ja. Wir brauchen die 3 Punkte. Wir müssen vielleicht auch mal eine Serie starten, denn so kann es ja mit unserem Verein nicht weitergehen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, mehr brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr so zum Spiel zu sagen. Ich würde sagen, Glück auf, drück die Daumen und vergiss nicht, unsere Jungs anzufeuern, auch wenn es nicht so gut geht, Peter. Glück auf, Schalke. Glück auf.